Gut, was haben wir denn hier? Wir haben eine alte Harke. Weil nicht eine, Quatsch, eine, nicht eine alte Harke, sondern so ein Verschlag. Worin wir eine Harke haben, dann noch eine Sense, so einen kleinen Holzstapel. Aber man kann davon offenbar nichts mitnehmen. Ein altes Rad. Was ist das? Ein Steinstüfchen. Kann damit irgendwas machen? Ein Wurm. Ah, warte mal, vielleicht können wir den Wurm ja. Hey, da ist ein kringeliger Wurm unter diesem Stein. Vielleicht kann man diesen Wurm ja den Vogel irgendwie ablenken. Kannst du ihn mitnehmen? Ja, er nimmt den Wurm und steckt ihn sich in die Tasche, natürlich. Okay, ich habe den Wurm. Der ist ja auch ein bisschen krass drauf, okay. Was haben wir hier noch? Ein Cocktailshaker. Auf Deutsch, Cocktailshaker. Gucken die mal an. Es ist ein Cocktailshaker. Er scheint in einem guten Zustand zu sein, beziehungsweise in guter Form zu sein, obwohl der Rest eigentlich, also nicht so wie der Rest des Metallschrotts. Gut, dann nehme ich doch mal mit. Okay. Dem Cocktailshaker mit. Ist ja wunderbar. Hier kann man auch mal weg. Gucken wir uns kurz mal das Wooden Sign an. Also das hölzerne Schild. Das Schild sagt Weg zum See. Oder Weg zum Meer, je nachdem. Da ist eine Vogelscheuche und hier ist eine lesende Fremde. Erstmal betrachten natürlich, die ist eh gerade ganz vertieft. Wer ist sie? Ja, weiß ich nicht. Sprech sie nochmal an. Wer bist du und was machst du hier? Kennst du einen Dr. Coppelius? Weißt du, ich kann relativ schnell rennen. Keine Ahnung, ob ich das sagen sollte, aber ich sag mal als Erste, wer bist du und was machst du hier? Ich bin Nora. Ich las, wie du gerade festgestellt hast. Oder wie du vielleicht festgestellt hast. But if you must know, I'm waiting for my grandfather. Ja, ich soll es wahrscheinlich direkt so lesen. Ja, also die wartet gerade auf ihren Großvater. Here's some business to do around here. Okay, sie wartet auf ihren Großvater, der hier irgendwie gerade zu tun haben soll. Okay. Wer ist dein Großvater und was ist sein Name? Oder wie heißt er? I'm not supposed to talk about him. Sorry, Nathan. Ich sollte nicht über ihn reden. Entschuldigung, Nathan. Woher kennt ihr meinen Namen? Oder woher kennt ihr seinen Namen? Ich frage mal etwas eindringlicher, was macht dein Großvater hier, dein Grandfather? he has some business to do around here. Ah ja, sie wird also nicht spezifisch, sondern einfach nur, dass sie irgendwas zu tun hat, irgendwas Geschäftliches. Was für eine Art von Business, also was für eine Art von Geschäft? Sie ist sich nicht ganz sicher. He doesn't say much about his work, but he did tell me not to talk about him or his work with strangers. Okay. Er sagt nicht viel über seine Arbeit, aber sie soll nicht mit über ihn oder seine Arbeit mit Fremden reden, okay? Actually, he told me not to talk to strangers at all. Sie soll überhaupt gar nicht mit irgendwelchen fremden Leuten reden. But we can talk because I introduced myself, right? Ja. Right. Okay. Sie kann also mit ihm reden, da er direkt sich vorgestellt hat, okay. Hat er das denn? Hat er gesagt, ich bin Nathan? Ich glaube nämlich nicht, okay. Isn't it kind of boring here? Ist es nicht irgendwie ein bisschen langweilig hier? I think it's nice and I have something to read with, while I'm waiting. Ja, ich finde es ganz schön hier und sie hat ja ein bisschen was zu lesen, während sie wartet. So mitten in der Nacht. Das wird doch gar nicht ein bisschen bekloppt, oder? Was liest du? Mungo Park, Travels in the Interior of Africa. I got it from my grandfather. Ja, Mungo Park, Reisen im Inneren von Afrika. That Mungo Park was a real adventurer. What are you reading again? Okay, das sollte man sich vielleicht mal aufschreiben. Da mir aber gerade ein bisschen der Zettel fehlt. Nein, hier ist ein Zettel, wunderbar. Mungo Park, schreibe ich mir das am besten mal auf. Park. So. Wunderbar. Ja, ich habe genug über dich gehört oder gelernt, denke ich mal. Aber was ist das hier eigentlich? Fällt mir gerade so auf, liegt irgendwas in der Nähe?
Ja genau. Kennst du einen Dr. Coppelius? Warum fragst du? I was sent to tell him that he's in danger. Ja, er wurde gesandt, um zu sagen, dass er in Gefahr ist. In Gefahr? Yes, I don't know why, but he's supposed to contact the university immediately. Ja, weiß ich genau warum, aber er sollte die Universität auf jeden Fall sofort kontaktieren. I wish I could help you, but I've been asked not to talk about him, sorry. Sie darf also auch nicht über den Dr. Coppelius reden, okay? So, you know him? Also, kennst du ihn? Please, I can't answer that. Okay, sorry. Offensichtlich, sie darf ja, ihr Großvater hat ihr gesagt, dass sie nicht über ihn, also den Großvater, oder seine Arbeit zu Fremden oder mit Fremden sprechen soll. Oder überhaupt über ihn sprechen soll. Und da sie auch nicht über den Dr. Coppelius reden soll oder reden darf, gehe ich mal davon aus, dass Dr. Coppelius und ihr Großvater Geschäfte miteinander zu tun haben, was immer das Geschäft auch sein mag. Da es mitten in der Nacht ist, kann es kein ganz normales Geschäft sein. Ja, ich weiß nicht, warum ich das sagen soll, aber ich sag's einfach mal. Weißt du, ich kann relativ schnell rennen. Sie ist, I'm excited to hear that, kann man nicht ganz so gut übersetzen. Wirklich? Okay. Also sie ist entzückt, das zu hören. Das trifft sich, glaube ich, ganz gut. Hier liegt irgendwas in der Nähe. Leather Glove, ein Lederhandschuh. Ein einzelner Handschuh. Kannst du den mitnehmen? Entschuldigung, gehört dieser Handschuh dir? Nein, er war schon hier, als ich kam. Gut, dann kann ich ihn ja nehmen. Warum? Ist das dein Handschuh? Ja. Warum fragst du mich, ob es meiner ist? Um deine Ehrlichkeit zu testen? Du hast den Test bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme jetzt den Handschuh, okay? Mach ihn. Also mach es. Ich habe einen einzelnen Handschuh und ich habe einen Wurm. Ich habe sowieso so viele seltsame Sachen. Die ich erstmal irgendwie alle in Kombination bringen muss. Der Wurm ist echt super niedlich. Das muss ich mal sagen. Kannst du hier hingehen? Nein, kannst du nicht, wa? Barbed Wire Fence, okay. Ein elektrischer Zaun. Und ein, Feld. Es hat eine schöne goldene Farbe. I can hear crickets. I guess they live somewhere in there. Ja, er hört irgendwelche Heuschrecken, die wahrscheinlich irgendwo da, wo drin wohnen. Die hören wir ja auch so ein bisschen. Kannst du irgendwas machen mit diesen komischen Barbed Wire Tralala Fans? Ja, es ist ein Stacheldrahtzaun. Kannst du damit irgendwas machen oder so? Eine gute Idee. Ich könnte irgendwie etwas Stacheldraht gebrauchen. Aber ich brauche irgendwas, um meine Hände zu schützen, um es abzuwickeln. Da du ja einen einzelnen Handschuh hast, kannst du den vielleicht nehmen. Obwohl er nicht so wahnsinnig dick aussieht. Ein einzelner Handschuh ist ziemlich nutzlos. Er hat mal gehört, dass es Handschuhe überwiegend oder gewöhnlicherweise in Paaren gibt. Wie Schuhe, weißt du? Ja, ist ja gut. Dann nehmen wir den weg. Wie auch immer das ging, weiß ich nicht mehr. Geht offenbar jetzt da rein, okay. Wollte ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber da steht irgendwie so ein komischer, bärbeißiger Typ, den wir uns vielleicht mal angucken können. Vorher nehmen wir aber trotzdem mal hier den, die Vogelscheuche mal in Betracht. Ja, da ist eine Vogelscheuche, die über das Feld guckt. Wenn ich ein Vogel wäre, wäre ich ganz schön erschreckt. Kannst du die mitnehmen oder irgendwas damit machen? Ja, es ist ziemlich nutzlos. Und es ist viel zu groß, um es mitzunehmen. Kannst du damit sprechen? Ich bin natürlich so ein Typ, der so ein bisschen mit entsprechenden Dingen in den Büchern aufgewachsen ist. Nein, danke. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, wie wir eben schon gesehen haben, steht hier offenbar ein Seemann. Also sag ich aber, was Seemann ist, weil er steht am See und er sieht halt so den typischen Look von einem Seemann. Erstmal ganz kurz auf die kleinen Dinge achten. Gerade Adventures muss man das immer öfter machen, auf die kleinen Dinge achten. Eine zusammengebrochene Brücke. Gucken wir uns erstmal die an. Es ist eine massive Steinbrücke, aber sie ist zusammengebrochen. Ich denke, sie wird in Richtung Dorf führen. Das habe ich, das ich auf der Karte gesehen habe. Raven Hollow. Okay, Raven Hollow. Also da
was, ein alter Hund und ein Seemann, tatsächlich. Wir betrachten erstmal den Seemann. Sieht etwas etwas gefährlich aus. Was hast du gerade gesagt? Nichts, Entschuldigung. Na gut, mitnehmen will ich ihn ehrlich gesagt nicht. Hit, Sailor, nein, ich möchte ihn nicht schlagen, aber wir können mit ihm sprechen. Entschuldigung, oder entschuldigen Sie mich. Hallo, ich bin Nathan und du bist, ist das dein Hund? Nee, mach erstmal den ganz simplen Kram. Ich werde erstmal das typische vorstellen. Hi, I'm Nathan, and you are? I'm Martin Munchkin McManus. Okay. Is this your name really Munchkin? I... Your parents must have liked the Wizard of Oz. I have no idea what you are talking about, kid. Ja, the Wizard of Oz. Das ist natürlich eines der Bücher, die natürlich wunderbar zur Vogelscheuche passen würden gerade eben. Ja, ist aber gerade gefragt, ob der Name wirklich Munchkin McManus ist. Frag mal, ob es dein Hund ist oder ob er zufälligerweise neben dir liegt und sich völlig entspannt. Ist das ihr Hund? Aye, this is me mate. What is his name? His name is Shroom, right boy? Und der Hund bellt, bestätigend. Shroom? As in Mushroom? Aye. He is a mushroom searching kind of dog. Das ist also ein pilzsuchender Hund, okay. Really? I've heard of those. Aye, if you show old Shroom here the name of the mushroom that you are searching for, he'll be on his feet in a second to find it for you. Okay, wenn man jetzt Pilz vorhält, dann wird er es suchen. Dann wird er ihn suchen. He has to see it written down somewhere. That means he can read too. Wow, er kann also noch lesen. Und er bestätigt wieder bellend. Wunderbar, I'm kind of stuck right now. Can you help? Ja, ich bin hier ein bisschen, ich sitze hier gerade ein bisschen fest. Kannst du mir irgendwie helfen? Können Sie mir helfen? I've been at the shores of Africa. I've wrestled the boxers of China. I've seen the ghost of the pirate captain Sturtebeker. Ja, er hat auf jeden Fall schon viel erlebt. But still the most useful ideas and hints I've ever found are in the book Captain Matt's Guide to Life. Okay. Er folgt also einer niedergeschriebenen Doktrin namens Captain Matt's Guide for Life, okay? Here, I happen to have a copy that I could give you. Und er gibt mir tatsächlich eins von diesen Büchern. Wow, thanks, Captain Matt's Guide to Life. This sounds good. Sometimes I need guidance. We all do, kid. Okay, jetzt haben wir also ein Buch, Captain Matt's Guide to Life. Also, ja, Überlebensführer von Captain Matt. Geschenkt bekommen, was ziemlich nett ist, müssen wir gleich mal reingucken. Don't you need this book? It sounds like it's important to you. Ja, brauchen Sie das Buch selber, nicht selbst? Das scheint irgendwie sehr wichtig für Sie zu sein. It is, but I have about 50 more copies at home. You can keep it, boy. Er hat 50 Stück davon noch zu Hause und deswegen schätzt er es auch so. So, giving me this copy won't diminish your collection. No, I like to give them to strangers whenever possible. It spreads the word. Ja, er gibt das, ist sehr freigebig mit dem ganzen Kram. Das ist ja wunderbar. It's dark. You are standing in an old pier. Alone. It's dark. You are standing at an old pier. Alone. With a couple of boxes containing unlabeled bottles of alcohol. Hey, are you doing something illegal? Aye, aye. May I have a bottle? Aye, take one. 10% of the goods are meant to be used to bribe officials and those who know too much. Okay, er ist offensichtlich ein Schmuggler, der irgendwelche Flaschen, wahrscheinlich mit Alkohol drin, hier rumschmuggelt und er gibt dem Nathan eine, weil er davon ausgeht, dass 10% davon sowieso zur Bestechung sind, von der Ware. Aren't you afraid that I'm going to report you? No, you've officially been bribed. Nathan fragt, ja, sind Sie sich irgendwie besorgt, dass ich sie trotzdem verpfeifen könnte? Nein, er sei offiziell bestochen. I guess you're right. I might need a bottle. Ja, vielleicht kannst du die Flasche wirklich gebrauchen. Können wir gleich nehmen dann. So, you aren't afraid that I'm going to report you shady activities? Ja, das hat er gerade schon gefragt. Müssen wir also nicht nochmal fragen. Dann auf Wiedersehen. Wunderbar. Ich nehme erstmal kurz eine Flasche. So.
Er hat gesagt, dass ich eine nehmen kann. Und ich nehme eine Flasche. Gucken wir uns gleich mal an, was wir hier eigentlich gerade gefunden haben. Eine Flasche mit was drin? Eine verkorkte Flasche mit Alkohol. Okay. Ja, es ist verkorkt und ja, genau das, was ich gerade gelesen habe. Hier haben wir, ach ja, stimmt, den Lumpen. Der Wurm wird immer seltsamer hier. Aber das ist ja so üblich bei solchen Spielen, dass man irgendwelche völlig seltsamen Dinge hat. So, gucken wir mal ins Buch rein. It's Captain Matt's Guide to Life. Looks interesting. I should try reading it. Ja. Kannst du damit reden? Nein, danke. Ja, ihr solltet es versuchen zu lesen. Macht aber gerade nicht. Also offensichtlich kann man das in diesem Spiel noch nicht lesen. Ich habe gerade eine, genau, eine Krabbe gesehen. Hermit Crab. Okay. Eine Krabbe, Entschuldigung. This crab is living in an old glove. Ah ja, diese Krabbe lebt also in einem alten Handschuh. Nature never fails to impress me. Ja, die Natur versagt niemals darin, ihn zu beeindrucken. Kann man das mitnehmen? Wahrscheinlich einfach so. Ich will den Handschuh nehmen, aber die Krabbe hat irgendwas dagegen. Es sieht so aus, ob die Krabbe den Handschuh nicht verlassen möchte. Vielleicht kann ich die Krabbe ja irgendwie davon überzeugen, da rauszugehen. Haben wir vielleicht irgendein Ersatzding? Mir fällt ja erstmal direkt der Shaker tatsächlich ein. Ein Ersatz zu Hause. Ja, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, was er gerade tut. Okay, dann halt nicht. Dann nehmen wir das wieder weg. Ich kann dir den zweiten Handschuh reinpacken, aber das habe ich jetzt auch nicht richtig vor. Lass mich raten, diese Flasche ist nicht das, was du brauchst. Okay, das wird es nicht entkorken. Na gut, dann nehmen wir das wieder weg. Weg, weg, weg. Wir müssen also diesen Handschuh noch bekommen, um dann vielleicht diesen Stacheldraht davon zu bekommen. Das ist okay. Also von dem vorigen Bildschirm. Hier haben wir ein Ruderboot. Gucken wir uns mal an. Vielleicht können wir da rüberfahren oder sowas. Zum, ja, ist ein Ruderboot. Zum Leuchtturm. Kannst du benutzen? Entschuldigung, kann ich ihr Boot borgen? Nein, Entschuldigung, Entschuldigung, ich kann mein Boot nicht ausleihen. Shrew with me, we'll have to get going soon. Ja, sie müssen bald los, sein Hund und er. Deswegen, ja. We have to deliver these boxes before sunrise. Vor Sonnenaufgang soll er diese Boxen noch hier liefern, okay. Na gut. Aber hier haben wir noch so einen Plan. Moment, gucken wir uns mal an. It's a leafy from the local fishing club. Kannst du es mitnehmen oder kannst du auch lesen oder irgendwas? I'll take it, I doubt anyone else needed. Ja. Ja, so ein kleines. Ah, the leafy was pinned to the board with a small fishing hook. Ah, dieser Prospekt war also mit. War an das Notizboard da gepinnt mit einem kleinen Fischhaken, den er auch genommen hat, offensichtlich. Oh, Timetable, kannst du noch irgendwas sehen noch? Was dran ist? It seems like there was a ferry coming here once. Must have been a long time ago. I can't read the timetable anymore. Okay, das Ding ist schon längst verwaist, den großen Gänsen. Interessant. Wir haben also jetzt einen Angelhaken bekommen. Den können wir bestimmt hier raufpacken. Oder den Wurm. I could go fishing, but first I need a proper fishing rod. Okay, das stimmt. Das stimmt. Weil ich habe hier einen Fishing Rod, einen Longstick. I don't think it's useful. Ich brauche vielleicht noch so eine Art Schnur oder sowas. Oder mit der Schnur. Wie kann man denn eine Schnur hier finden? Ich habe absolut keinen Schimmer, wo wir eine Schnur finden könnten. Vielleicht mit diesem Barbed Wire, aber das ist auch nicht gerade eine super Schnur. Ist hier irgendwas, sieht hier irgendwas schnürig aus? Kann man noch irgendwas machen mit dir? Collapse Bridge? Nein. Bottles haben wir gerade. Also hier scheint es nicht weiter zu geben. Gut, gehen wir doch mal zurück. Zum nächsten Bildschirm wieder, zum letzten Bildschirm. Hier gab es, glaube ich, auch keine Schnur oder irgendwas in die Richtung, aber wahrscheinlich müssen wir irgendwas mit der Vogelscheuche machen. Jetzt habe ich sozusagen erstmal alle wirklichen Bildschirme erkundet, die ich mit meinem momentan schon gefunden habe in diesem Spiel. Beziehungsweise alle, die mir irgendwie gerade zugänglich sind. Vielleicht finden wir noch ein bisschen weiter. Doppelklick, hilft das? Ja, es hilft tatsächlich. Oh, hier ist jemand! Ein seltsamer, ein Fremder! Der aussieht wie so ein typischer Backpacking-Tourist. Okay, dann reden wir doch gleich mit dem. Was